So, und heute hoffentlich ohne Fell von irgendwelchen Lichtern heiße ich euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2022 Südhämmern-Projekt. Wir sind immer noch an unserer Ernte dran, vom Hafer. Und in der letzten Folge möchte ich jetzt auch direkt nahtlos anknüpfen, haben wir uns ja über das Thema, wie bin ich zu YouTube gekommen, befasst und beschäftigt und ich bin stehen geblieben mit dem Thema Internet. Bei mir war damals ja die einzige Beschränkung, wie ich YouTube machen konnte, lag immer im Internet von dem, was wir hatten, womit ich dann nichts ablaufen konnte. So, wir haben damals einen Anbieter gehabt, das war ein, ich weiß nicht, das war richtig grausam, das könnt ihr euch nicht vorstellen in der heutigen Zeit. Wir hatten damals die 45 kW Leitung und dann hatten wir irgendwann die Möglichkeit zu einem 16.000er Vertrag zu wechseln, ultra krass, damals für 60 Euro. Was jetzt das perfide daran ist, dieser 16.000 Vertrag war so aufgebaut, dass du 16.000 im Download und dann irgendwie 2.000 im Upload hattest oder so. War ja für die damalige Zeit ein absolut riesiges Upgrade. Allerdings, was jetzt so diese Krux an der ganzen Sache war, du hattest unter anderem halt ein Datenvolumen. Du hattest in einem DSL-Vertrag hattest du ein Datenvolumen. Das müsst ihr euch jetzt so vorstellen. Du hast 16.000 wir müssen das mal anders angehen. Damals war das so, dass ich selber davon ausgegangen bin, dass wir 16.000 pro Monat, nee, dass wir 100 GB pro Monat hatten, was wir aufbrauchen konnten. Also das war dann so, du hast halt 100 GB gehabt, hast dann Steam das und das runtergeladen, du hast das und das gekauft, du hast das und das dann online geguckt, ne, YouTube in HD und sowas. Und dann war das so, dass du dann in dieser Zeit das halt verbraucht hattest. Und wenn du die 100 GB voll hattest, dann wurdest du gedrosselt auf 2000 KB. Also es war immer noch langsam, aber es war immer noch schneller als die 45 kW, die wir selber hatten. Das war tatsächlich der einzige Grund, warum wir uns in dem Haus dann mit der Familie dann diese Leistung, dieses Internet geholt haben, weil das immer noch schneller war als das, was wir vorher hatten. So. So, dann sind wir halt allerdings dann enttäuscht worden, beziehungsweise ich bin enttäuscht worden, weil dann waren wir natürlich dann irgendwann auf dem, an dem Punkt, wo es dann soweit war, dass wir die 100 GB aufgebraucht haben und dann war das dann halt schon echt krass, weil du konntest zum Beispiel damals kein YouTube in Full HD gucken, das war damals zu der Zeit so das Krasse, so da war 4K gerade noch so im Anfang und dann hast du halt zu der Zeit die Sachen musstest du dann in 480 gucken, beziehungsweise noch vorher habe ich die in wirklich, YouTube war für mich damals eher ein Hörspiel, ich habe die Videos in 1044p geguckt. Das war damals 1044p, das müsst ihr jetzt mal gucken unten in der Einstellung, das war von YouTube damals ein April-Scherz, weil bis dato war die schlechteste Auflösung, die man auf YouTube gucken konnte, 240p und dann hatten die irgendwann mal einen April-Scherz, wo die dann die Leistung, die Video-Wiedergabe auf 144p gemacht haben. Also die haben das quasi nochmal halbiert. Und es ist aber irgendwie dann tatsächlich so gut angekommen, weil Leute dann auch wirklich gesagt haben, hey, jetzt kann ich endlich YouTube-Videos gucken. Dann hat YouTube das dann so laufen lassen. So, was halt allerdings dann so ein bisschen traurig ist, ist, dass das dann auch lange Zeit dann wirklich das YouTube war, was ich dann damals geschaut habe. Also entweder war das so, dass ich dann wirklich mehrere Minuten lang so ein Video vorladen lassen musste, bis das zu einem gewissen Punkt kam,
und dann wieder nachladen musste oder dann halt irgendwie ja in schlechterer Qualität war. Und ja, dann habe ich dann halt nach diesen 100 GB, die wir dann aufgebraucht haben, gedacht, so, na gut, okay, man kann die Videos zwar immer noch gucken, jetzt waren halt nur 360 oder 480p, aber ist ja egal. So, gut, Upload war, konnte ich dann vergessen und sowas, ne? Das war dann nochmal was anderes, aber selbst da war die Zeit so, dass ich nicht so ein Full-HD-Video in 60 FPS, wie es jetzt hier gerade ist, konnte ich damals einfach nicht machen. Das war internettechnisch auch mit 16.000 nicht möglich. Also auch hier wieder über Bekannte, Freunde und sowas, ne, alles gemacht. Dann war es wieder der erste, das war, glaube ich, wir haben das im Juli bekommen und dann war irgendwann dann August und dann dachte ich schon so, ja geil, okay, jetzt ist dann August, ne, ja, ab da wird das dann wieder gemacht werden. So, und dann kam das halt irgendwann nicht, dann dachte ich schon so, ja gut, okay, kann vielleicht irgendwie daran liegen, dass das erst irgendwie, weil das mit einem Monat angefangen hat und das dann irgendwie über den August noch weitergegangen ist, ne? Ja gut. Dann hatten wir dann September. Dann hatte ich immer noch kein schnelles Internet. Dann haben wir dann auf einmal angerufen bei dem Anbieter und dann haben wir mal gefragt, hör mal, wie läuft das denn hier? Ja, und dann haben die mir gesagt, dass das nicht 100 GB am Stück sind und die dann irgendwann resettet werden, sondern dass das der Durchschnittswert ist. Das heißt, wenn ich im Durchschnitt über 100 GB Datenvolumen brauche, bleibe ich auch so lange gedrosselt, bis ich eben wieder darunter bin. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, du hast dann so eine Leiste gehabt, da stand dann immer drauf, so ja, sie haben so und so viel Prozent ihres Datenvolumens verbraucht und dann war es immer noch im Highspeed-Bereich. Wenn du dann hingegangen bist und hast dann 3 Tage hintereinander irgendwie was runtergeladen, oder es war halt zum Beispiel damals so, mit diesen 16.000, du hast, glaube ich, für 1 GB hast du knapp eine Stunde oder so gebraucht oder ein bisschen länger. So, und damals waren die Spieler halt so, die haben dann schon so angefangen, so an diese großen Dateisachen so zu kommen. Damals auch so ein Call of Duty oder so. Es hat halt damals schon seine paar Gigabyte gehabt und dann mal irgendwie alle 3 Tage mal so ein Update von 400, 500 MB war schon krass. Oder wenn irgendwie damals, da gab es keine wirklich, damals schon Modern Warfare, doch, dann irgendwie eine neue Season kam oder so, dann hast du natürlich ein größeres Update gehabt und so. Ja, ne? So schön, so gut. Problem war dann halt nur, wenn du das dann irgendwie dann geladen hast, warst du trotzdem immer in diesen Bereichen. Ne? Das war dann halt immer kacke. Und dann hast du dann wirklich mal eine Zeit lang nichts runtergeladen oder halt nicht irgendwie auf diesen, dass du es musstest, und hast dann irgendwie auf YouTube immer in Standardauflösung geguckt, auch wenn du es eigentlich hättest gucken können. Aber ja, haben wir dann halt nicht gemacht. Und dann warst du dann auch irgendwann wieder im grünen Bereich, sage ich mal. Aber das war halt auch scheiße. So, das soweit zu dem Thema. Und dann kam endlich 2020 dann die große Erlösung. Glasfaser im Haus. Und ja, dann ist das Game komplett andersrum gewesen. Also ich hatte bis dahin, ja schon eine große Ahnung, wie man Videos macht, wie man schneidet, wie man aufnimmt, wie man alles hier macht, taritara. Und ja, dann konnte ich auch endlich hochladen und ich konnte auch unbegrenzt runterladen. Das war, ich weiß noch, das erste Spiel, was ich runtergeladen habe in meiner Steam-Bibliothek, war Saints Row the Third Remastered. Ich war so stolz, ich hatte da, glaube ich, sogar noch Fotos gemacht mit 14 MB die Sekunde. Das war wirklich absolut krass und heftig und ich war so happy mit allem drum und dran. Es war halt einfach nur krass. Ja, und dann, wie gesagt, habt ihr dann im Prinzip alles mitbekommen. Meine Sims 4 Videos, meine NHL Videos, meine Drohnen Videos, alles, was man da so hochgeladen haben. Und ja, seitdem ist dann halt alles so, wie es jetzt ist. Ja, das ist im Prinzip so diese YouTube Story, wie es damals, wie ich dann zu YouTube gekommen bin und so kurz und bündig dann erklärt. Was ich natürlich halt immer wieder auch sehr, sehr, sehr cool finde, ist,
dass mir diese Zeit nicht nur YouTube ermöglicht hat. Also YouTube ist ja wirklich für mich so ein großes Hobby und so eine Leidenschaft. Also ich hocke mich gerne dann dahin, setze mich hin, nehme die Sachen auf, kommentiere die, schneide die. Aber ich versuche das natürlich auch immer, ich möchte auch gerne so eine Regelmäßigkeit und so eine Kontinuität da reinbringen. Aber manchmal fehlt mir auch selber dann so die Motivation oder die Lust oder irgendwie auch manchmal so einfach die Zeit dafür, das zu machen, weil ich habe ja nebenbei noch eine Ausbildung, die ich mache, gehe noch nebenbei arbeiten. Und das sind halt alles Sachen, die da noch mit einfließen zu allem. Ne? Und das ist dann halt auch was, wo man dann so ein bisschen gucken muss. Und ganz kurz gucken, ist das hier Weizen? Ja, Ernte. Und das ist dann halt einfach immer was, was man auch noch so ein bisschen dann managen muss und so. Aber wie gesagt, das kriege ich dann jetzt halt hin. Und wie gesagt, jetzt so wie ich das auch mache, ist das für mich halt auch gut und machbar. Und deswegen wird das dann jetzt auch so weiterlaufen. So. Und ja, wie ich dann auch gesagt habe, so ist für YouTube ist es halt ultra cool und es macht dann auch mega Spaß. Aber was dann halt in der Zeit auch noch kam, das war Twitch. Und Twitch war damals halt richtig geil, weil es hat damals halt wirklich so Bock gemacht, wirklich die Leute, auch mal mit den Leuten so aktiv was zu machen. Und ich weiß noch, mein erster Livestream, das war ein Eurotruck-Simulator-Livestream. Ich hatte absolut keine Ahnung. Ich war richtig aufgeregt. Und das Krasse war, ich habe dann immer so geguckt, scheiße, ist das jetzt, funktioniert das jetzt, funktioniert das jetzt nicht? Ne? Damals natürlich auch ohne Stream Deck oder irgendwas, wie ich jetzt mache. Da war das halt immer noch so, du musst dann klicken. Oder mit Hotkeys hat man da noch gearbeitet über OBS. Und dann weiß ich damals noch, dann habe ich mein Headset, hängt halt hier an so einer Halterung. Und dann bin ich dann hingegangen und habe dann irgendwie den Hotkey gedrückt, wusste aber nicht, ist der Stream jetzt online oder nicht, weil ich das damals einfach nur so testen wollte. Und dann habe ich aber irgendwie vergessen, den wieder auszuschalten. Also war ich im Prinzip die ganze Zeit online. Und dann haben mir sogar noch Leute in den Chat geschrieben, wegen irgendwas. Und ich denke mir nur so, oh Gott, sind da Leute? Und ja, dann lief das dann halt so weiter. Und ja. Dann hat man dann immer sich so mit der Zeit dann immer so ein bisschen reingefuchst und dann hat man dann auch angefangen über OBS Transitions einzuführen und das zu machen und hier und da. Und genauso finde ich ja auch, soll das Ganze auch laufen, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn jemand jetzt mit dem Ganzen, für mich ist es ja wirklich ein Hobby, dass die jetzt so rangehen und sagen, boah, ich will jetzt Geld verdienen. Ich gehe jetzt auf Twitch, hau mir dann Donation-Button rein und stream jetzt irgendwas und dann sind sie enttäuscht, wenn sie nach 5 Stunden Stream vielleicht mal ein oder zwei Zuschauer hatten, die für 30, 40 Sekunden dann da sind und er sie dann die ganze Zeit mit ihr könnt auch gerne followen und ihr könnt gerne abonnieren und abonnieren geht ja nicht, aber ihr könnt gerne spenden, wenn ihr wollt und hier und da. Und ich bin neu und ich will das jetzt professionell. Ist ja totaler Schwachsinn. Leute, wenn ihr damit anfangt, dann macht das als Hobby und alles, was dann irgendwie später sich ergibt und wenn euch dann irgendwie Leute folgen, dann folgen die, weil die euch mögen und nicht, weil ihr euch irgendwie verstellen müsst und dann irgendwie Geld verdienen wollt. Ich will ja auch kein Geld verdienen oder sowas. Wenn sich das später natürlich dann mal irgendwann ergibt oder so, ja, warum nehme ich das dann nicht an? Ne? Das ist... Wie gesagt, ne, wenn halt die Möglichkeit bestände. Aber man sollte niemals im jungen Alter oder wenn man gerade mit sowas anfängt, auf die Idee kommen, auf die Idee kommen, hey, ich will das jetzt nur machen wegen Geld. Das ist Schwachsinn. Und völlig utopisch. Ja, genau. Bis soweit dazu. Ja, und dann werdet ihr auch merken mit der Zeit, weil bei mir ist es zum Beispiel ja auch so, ich mache das Ganze ja nur, ich Bock drauf habe. So, klar, es können natürlich Leute hinkommen und sagen, ja, aber Uli, guck mal hier, du bist in einem Spielstand und
das Einzige, was du hier machst, ist, du nimmst dir Kredite auf bis zum geht nicht mehr, machst das und hier und da und machst da noch irgendwie Sachen rein und hier und guck mal, wie viel du da noch machst. Und das ist ja eigentlich Cheaten und du verdienst in der Stunde irgendwie knapp 10.000 und dafür brauche ich irgendwie Jahre und so. Ja, und das ist meine Art zu spielen. Und ich möchte euch ja auch in dem Projekt eine möglichst große Vielfalt und eine möglichst große Varianz zeigen, wie man das Spiel spielen kann. Und für mich gehört halt unter anderem halt auch einfach mal dazu, dann mal so ein bisschen so das ganze Geldthema mal so ein bisschen sein zu lassen. Also was es dann halt bedeutet, dass ich jetzt nicht hingehe und ich mache mit euch jetzt die 100. Gruber-Mission und mach dann zum 100. Mal irgendwie hier eine Vorgewende und keine Ahnung was und hier und da und so und so. Aber wisst ihr was, Leute, wir machen jetzt hier kein Vorgewende mehr. Ja, lasst uns hier einfach den Helfer fahren und dann machen wir eine Zeit lang was anderes, damit wir auch nicht wieder die ganze Folge mit dem Mähdrescher sitzen. Was ich auf jeden Fall hier merke, ist, dass wir mit Weizen deutlich höheren Dichtegrad haben, was Korn angeht. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall öfters abfahren. Aber ja. Nee, und wie gesagt, das ist halt einfach so der Punkt so. Ich spiele so und das ist meine Sache. So, Punkt. So, da hat mir halt niemand irgendwie einzureden oder zu sagen oder sowas, wie ich zu spielen habe. Ne? Und ja. Das ist halt auch das, was, glaube ich, viele Leute auf YouTube oder auf Twitch auch sehr schwierig finden. Ich glaube sogar auf YouTube ist das nochmal eine ganze Ecke schwieriger, ist so wirklich sein eigenes Ding zu machen. So, weil viele Leute gehen halt wirklich immer hin und versuchen das zu machen oder das zu sein, was irgendwie entweder viel möglichst schnell, möglichst viele Klicks bringt oder Trends oder irgendwas und sind dann im Prinzip nicht mehr sie selbst. So, und das ist, finde ich, immer so das, was halt sehr schade ist. Weil ich muss zum Beispiel sagen, ich habe damals, ihr müsst halt wissen, bei mir ist Fortnite immer so ein Insider gewesen, weil ich komme aus so einer Community, von so einem Streamer. Grüße gehen raus an Alex aka Bloody LP. Ist der größte deutsche Eishockey-Streamer und auch YouTuber. Und wir hatten immer so dieses Thema Fortnite, ne, das böse F-Wort. Und das war halt immer so ein Meme, sag ich mal, ne, dass die Leute halt immer irgendwie mit Fortnite oder so immer so viel Erfolg haben und so und das ja gar nicht sein Ding ist und sowas. Und haben wir ja alle immer gefragt, ja, wann kommt denn jetzt Fortnite? Wann kommt jetzt Fortnite? Und ja, das war dann halt immer so das Meme, das war dann immer witzig. Und dann habe ich einfach mal irgendwann, habe ich mal Fortnite gestreamt. Und da waren dann auch die Leute so, oh mein Gott, und hier und da. Und wie kannst du das denn nur streamen, wenn du selber immer wieder hingehst und sagst, dass du das nicht magst? Und ich habe dann aber für die damalige Zeit, habe ich gesagt, hey, das macht mir Spaß. Ich habe da irgendwie Spaß dran an dem Spiel. Und ja, da musste man natürlich dann auch halt so sein eigenes Ding machen und dann auch sagen und auch vor allem dafür einstehen, dass eben das Spiel einem Spaß macht, auch wenn man die ganze Zeit immer was anderes gesagt hat. Und ja, das war dann halt damals mit Fortnite bei mir so und ja, also vielleicht kommt nochmal irgendwann ein Stream oder so, je nachdem, wenn dann so eine Season kommt oder so. Aber ja, Fortnite. Ja, und wie gesagt, viele gehen halt einfach hin, nutzen halt irgendwelche Trends aus, wenn jetzt irgendwie ein krasses Spiel kommt oder so. Und dann, oder die machen halt irgendwie halt spezielle Sachen, wie Ragen oder keine Ahnung was. Und ich zocke da einfach meine Simulatoren-Spiele, meine Freunde. Plus, für mich ist YouTube auch immer so ein bisschen Therapie. Weil Menschen haben einfach das Bedürfnis zu reden
Und ich bin ja auch so jemand, ich habe einfach auch so das Bedürfnis, dann einfach irgendwelche Sachen dann zu teilen. Zum Beispiel jetzt wie die Geschichte, wie ich zu YouTube kam. Das war halt irgendwie so, das hat halt irgendwie richtig Bock gemacht, einfach das mal so zu erklären und zu sagen. Und ja, keine Ahnung, das hat dann irgendwie so ein Entschuldigung. Oder halt irgendwie. Ja, ich kann es halt dann auch mal irgendwie jetzt jemandem mal so mitteilen. So außer halt jetzt irgendwie den Leuten so irgendwie aus dem. Wie soll ich einen Hochdruckreiniger? Nee. Er versucht das mal irgendwie so Leuten, die da keine Ahnung von haben oder sich nicht mit dem Thema beschäftigen, wie man das mal versucht, jemandem rüberzubringen. Weil ich war damals tatsächlich so in meiner Klasse der Einzige, der das irgendwie in einer Art und Weise versucht hat. Ich war der Einzige, glaube ich, auch in der Schule, der sowas gemacht hat. Das ist halt einfach kein Stadtding. Also alle gucken YouTube, aber keiner hat sich irgendwie getraut, was zu machen. Und ja, deswegen, das ist für mich halt, wie gesagt, so eine schöne Therapieform, nenne ich es mal. Und ja, es macht doch halt einfach Spaß. So, wir tanken einmal den Kollegen noch ab und dann sind wir dann für heute auch durch. Und dann geht's in der nächsten Folge. Meiner Meinung nach mal um das Thema Neider, Hater und ja, generell Leute, die einem ein schlechtes Bild, ein schlechtes, ja, die einem halt einfach nichts Gutes wünschen. Sagen wir es mal einfach so. Darum geht es dann in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin, meine Freunde. Bleibt gesund, schaltet dann auch wieder ein, lasst mir gerne auch Bewertungen da, wenn ihr, oder schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und also nicht jetzt dieses Hater-Neider-Thema, das kommt in der nächsten Folge, aber so wie ihr generell so die Sache seht, wie bei euch das Internet ist, zum Beispiel, und wie YouTube im Generellen so läuft und so, und wie, was ihr euch irgendwie vielleicht davon erhofft oder seht oder sowas. Keine Ahnung. Schreibt einfach mal das, worauf ihr Bock habt. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt bis dahin gesund und bleibt auch generell gesund. Ich sag ciao. Bis dann. Euer Fury.